Guten Tag, wer sind Sie? Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern, zu viel zu tun. Es sei denn, ihr wollt mir helfen. Ja. Also, alle 500 Jahre treffen sich am Himmel zwei Kometen. Bücher zu den Themen deuten darauf hin, dass dieses Ereignis heute das nächste Mal mal eintreten wird. Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen. Nur leider kann ich nicht herausfinden, wo genau am Himmel sie sichtbar sein werden. Hier werft ein Blick auf diese Karte. Unter gutem Stern. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Sie schnallen bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen. Keinen der Sterne. Also sie immer diagonal. Und sie schneiden, bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen, keinen der Sterne. In welchem Quadrat treffen sie aufeinander? Sie treffen auf, bevor oder danach, treffen sie auf keinen Kometen, auf keinen Stern. So, noch mal kurz auf mein Handy schauen. Ja gut, nichts Wichtiges. So, warte mal, hier kommt man durch. Also schon mal auf, nee, kommt man nicht, hier kommt man durch, hier, ah nein, hier. So, jetzt muss man nur noch schauen, wo man auch durchkommt, hier. Ups. So einfach geht das. Hä? Wieso? Nein, ich glaube nicht, dass es die richtige Antwort war. Wieso nicht? Das muss ich jetzt auch mal analysieren. So, warte, ich habe hier gesagt. Oh, okay. Ja, ich weiß wieso. Hier weiß ich wieso. Also von oben aus gesehen, von... Oh. Und da gibt's noch welche zu kriegen. Da fallen aber alle Optionen aus. So, hier. Fällt weg. Da. Fällt weg. Ne, warte, hier. Fällt weg. Da. Ja, das ist jetzt schlecht für euch zu sehen. Hier fällt auch weg. Fällt auch weg, fällt auch weg. Das ist tatsächlich ein bisschen knifflig. Also, sie sind immer diagonal. Immer diagonal laufen sie. Ich hab's. Haha. Aha. Aber natürlich, wie konnte ich das übersehen? Vielen Dank für eure Hilfe. Dafür bekommt ihr Leistungspunkte in Astronomie. Danke für eure Hilfe nochmals. Was? Ich muss Sachen kaputt machen? Nein. So. Seid ihr Grüße, junger Mann, an die milizgebundene Forschung, Forscher zu euren Diensten. Apropos Dienst,
wie wär's, wenn ihr mir einen erweist? Ja, natürlich. Perfekt. Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems für die Miliz betreut. Ich habe mich genauestens an seine Anweisungen gehalten, doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Halt, ich werde euch das zeigen. Patrouille. Nachdem sich Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille eine 7 Wachtürme erreichen. Der Patrouille kann einem beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Turm auf ihrem Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Wenn diese Bedingungen immer zutreffen, wird einer der Türme niemals einen Garnisten haben. Welcher? Also vom Turm X, das ist der da unten. Ist natürlich immer schlecht zu zeigen, weil Maus geht nicht. Turm X. So, zu F. Zu F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Einmal aus rum würde gehen, nicht gehen, aber. Ah. Ich verstehe. Dann nehme ich mir einen Zettel und sage von A. So. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ist begehbar. Weil wenn er über F, dann zum Beispiel G, also F1, G2, D3, C4, C4, B5 und A6. Am 6 muss er aufhören. So, 6 ist A ist belegt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natürlich F auch. Wenn G geht, wenn A geht, dann F auch. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. C geht auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B geht auch. A, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. F hat man schon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, geht aber nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. E und G. Oder? A, B, C, 1, 2, 3. So. A oder D habe ich noch nicht ausgeschlossen, E habe ich nicht ausgeschlossen und G habe ich nicht ausgeschlossen. So, ups, da fällt alles runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Versuche jetzt einfach mal die drei durch. Fange ich mal mit E an. Boah, first try. Ach ja, natürlich. Jetzt stehe ich in eurer Schuld. Falls ihr also irgendwann mal ein Problem habt, kommt einfach zu mir. Also gut, ich mache mich auf, um meinen Bericht für den Rat zu entwerfen. Dieser Leistungspunkt für Militäreinsätze habt ihr euch
redlich verdient. Dankeschön. Ich mache nicht alle acht, das wäre mir viel zu blöd. Guten Tag. Hätte der neue Student, ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Maschinismus ausgebuddelt, mit dem ich einfach nicht zurande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Jawohl, habe ich. Das ist nett von euch. Dieser merkwürdige Gegenstand wurde in der antiken hyrulischen Ruinen. Hyrulischen Ruinen? Er hat kein Schloss, nur diese bizarren Tasten mit Symbolen. Ich würde mir einen großen Gefallen tun, wenn er das Ding öffnet. Mysteriöses Relikt. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der goldene Knopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln? Hä? Ja, muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln. 1, 2, 3. So, mache ich mir mal so einen kleinen Kasten. Wie viel das ist? 4x4? Zum Glück habe ich gerade Papier zur Hand. So. Dann haben wir einmal eine 1, eine 2, eine 1, eine 3, eine 3, eine 2, das Ziel, eine 1, eine 2, noch eine 2, noch eine 2, eine 1, eine 2, eine 2, eine 2 und eine 3. So, wenn man jetzt halt mit rechts, ich verstehe es so. Eine 1 heißt einmal in die Richtung, wo gerade drauf zeigt. Das heißt, haben wir eine beim oben links, haben wir jetzt 1 nach rechts, das heißt 2 nach unten, 2 nach rechts, 1 nach oben, 3 nach links. 3, 2, 2. Da werden nicht alle gedrückt, okay. 1. Warte mal, nee, warte, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Hä? So. Nein. So, zwei davon oben. Das bleibt gleich. Eins. Also, das dritte, nein, hier, so, 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 oh, das könnte guter Schritt sein, so mache ich mir nochmal ein zweites Feld, das zählt ja nicht als Cheaten, oder? So, wenn man das ist, das 1 nimmt. Kommen wir hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, au, ich hab was Falsches bedacht. Scheiße. Nee, das wird nix. Ich habe ein Pfeil falsch interpretiert. Ich dachte nämlich, dass dieser hier nach unten gehen würde. Aber nein. Sonst würde es eine Endlosschleife geben und das geht nicht. Allgemein, wenn eine Endlosschleife ganz schön blöd.
So, da können wir nicht drücken. Also hier zwei runter, drei hoch. So. Das ist interessant. Also hier haben wir einmal die 1, 2, Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jawohl. Das war's. Haha. Ich kann sowas besser, als ich dachte. Ach, herzlichen Dank. War ja gar nicht so so schwierig. Nein. Erstmal die ganze Nachricht bekommen. Jetzt bekommt ihr eure Leistungspunkte in Archäologie. Ja. Ein heroisches Relikt. Wer kennt's nicht?